Sieht irgendwie fast so aus wie dieses dieser Aussichtspunkt, wo wir schon mal waren. Aber ich glaube, das ist ein anderer. Würde mich zumindest wundern, wenn nicht. Da waren wir hier doch schon. Oh, schön, Munition. Und ein Radio. Also, wie ihr alle wohl bemerkt habt, ist der Sturm, dessen Vorboten wir alle gespürt haben, endlich da. Die Jungs vom Wetterdienst sagen, dass er bis morgen früh toben wird, vielleicht noch länger. Lasst mich diesbezüglich nochmals die Vermisstenanzeige vorlesen. Die Polizei sucht immer noch nach einer Frau, 30 Jahre, schlank, blond, mit blauen Augen. Sie hat sich vielleicht im Wald verirrt und ist womöglich bei einem Autounfall verletzt worden. Wenn ihr sie seht, schafft sie bitte ins Trockene und ruft den Sheriff. Bei diesem Wetter sollte man nicht draußen sein. Also, wenn ihr jemanden seht, der ein wenig verwirrt aussieht, seid ihr behilflich, okay? Hier spricht Pat Main auf KBFFM, in der Hoffnung, dass ihr heute Abend alle im Warmen seid. Toll. Der nette Radiomann. Aber wir sind leider nicht im Warmen, netter Radiomann. Denn wir müssen hier draußen rumirren und unsere Frau suchen, nicht unsere Frau suchen, aber müssen irgendwie... Oh nein. Über den Revolver. Ist weniger wertvoll. Schon hin. So, den Fettsack haben wir auch tot. Dann weiter. Wir wollen ja noch zur Farm. Fuck, 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 fuck. Irgendwann noch bei der Farm ankommen, das wäre nicht schlecht. Was soll... Oh Gott. Alles voll mit diesen Leuten, ey. Tot. Sehr schön. Okay, wir fahren mal hier den Weg weiter lang. Nee, es geht nicht. Hier ist ein Tor. Okay. Dann kommen wir da nicht durch. Keine Ahnung, ob wir noch irgendwo lang können. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, wir müssen aussteigen. Okay, dann geht's jetzt noch ab zum nächsten Kontrollpunkt. Ach, schön. Hinter uns. Hier hoch. Aber nicht, dass der Bagger uns gleich angreift hier. Nein, ich wusste es doch. Yo.
den jetzt anscheinend so lange bearbeiten, bis er irgendwann mal... Sehr schön. Da ist er in die ewigen Baggerjagdgründe eingegangen. Supidupi. Kontrollpunkt. Dann kommen wir ja jetzt gleich bei der Farm an. Und hier sieht es aus, als wäre hier erstmal alles zu. Hä? Toll, wie soll ich hier denn weiterkommen? Wahrscheinlich soll ich hier durch. Ja. Okay. Windmühle. Eine Art Scheune. Mit gelbem Fleck, das heißt... Hier haben wir auf jeden Fall wieder was versteckt. Sehr schön. Oh! Also diese Dicken, die regen mich ja schon auf. Aua, der überläuft, der überrennt mich einfach. Toll. Och, nö. Ja, weiter, 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 weiter. Kann auch auf die Fackeln verzichten, ist egal. Waren ja wirklich nur Fackeln eigentlich. Okay, ich glaube, wir sind jetzt da. Ich wusste, dass die Brüder mal sowas wie Rockstars waren, aber so richtig kapierte ich das erst, als ich die Bühne sah. Im Drachen vorne. Lauf! Sie kommen! Es sind zu viele von mir! Oh mein Gott. Ich bin so froh, dass du einen Alleingang hingelegt hast, Mr. Bronson. Halt die Knöpfe und schieß! Hey, wir müssen sie abwehren! Ich kann von hier aus mehr von dem Feuerwerk abfackeln und dir helfen! Okay. Ist dir aufgefallen, dass hier eine Menge Munition und sowas rumliegt? Und zwar überall! Hey, halt den durch! Ich mache die Scheinwerfer an! Okay, nebenbei gechillt, die Munition nehmen scheint nicht zu klappen. Oh. Ich bin so froh, dass du einen Alleingang hingelegt hast, Mr. Bronson. Halt die Klappe und schieß! Geile Musik dazu. Wir müssen sie abwehren. Ich kann von hier aus hier von dem Feuerwerk abwehren. Okay. Oh, das ist ja eine Menge Munition und sowas umliegt. Und zwar überall. Durch. Ich mache die Scheinwerfer an! Au, au! Ja, das hätten wir! Barry Wheeler steht zu Diensten! Yay. Schade nur, dass da noch einer von hinten kam und mich gebumst hat. Ach. Scheiße. Ich bin so froh, dass du einen Alleingang hingelegt hast, Mr. Bronson. Halt die Klappe und schieß! Wieder so eine knifflige Stelle hier. Wir müssen sie abwehren. Ich kann von hier aus hier von dem Feuerwerk abfackeln und dir helfen. Ist dir aufgefallen, dass hier eine Menge Munition hat? Granaten. Oh mein Gott. Alter. Ja. Das finde ich irgendwie richtig krass, dass die dann ich bin so fünfmal froh, hintereinander zuschlagen. Hast, Mr. Bronson. Halt die Klappe und schieß! Wir müssen sie abwehren! Ich kann von hier aus mehr von dem Feuerwerk abfackeln und dir helfen! Okay, jetzt aber. Ist dir aufgefallen, dass hier eine Menge Munition und sowas rumliegt? Und zwar überall! Halt
ihr durch! Ich mache die Scheibe fahren! Yay, Barry, du bist so super. Sorry, dass ich im Moment ein bisschen leiser bin. Verdammte Uhr der Leitungen! Halte durch, Herr, ich bring sie zum Laufen! Versprochen! Sehr schön. Und tschüss. Yay, 4 auf einmal getötet. Jetzt kann ich in der Zeit Munition einsammeln. Oh. Ja, ich bin ein bisschen still, tut mir leid. Ich bin froh, dass ich noch lebe. Wow. Tu's für Barry! Oh oh. Okay. Ja, keine Ahnung. Was ist das denn hier? Oh. Oh. Das ist ja ein richtig fettes Teil. Dass ich immer genau so drauf gehen wollte. Ja. Geil. Das ist vielleicht der großartigste Augenblick unseres gesamten Lebens. Die versuchen uns umzubringen. Was soll der Höhepunkt meines Lebens sein? Champions League on the court! Wie cool! Nein! Nein, warst du nicht. Ich mache hier die ganze Arbeit eigentlich. Nein! Wir haben schon so lange durchgehalten. Scheiße. Ich bin so froh, dass du einen Alleingang hingelegt hast, Mr. Bronson. Halt die Klappe und schieß! Scheiße, ey. Wir müssen sie abwehren. Ich kann von hier aus mehr von dem Feuerwerk abfackeln und dir helfen. Ist dir aufgefallen, dass hier eine Menge Munition und sowas liegt? Und zwar überall. Ja, toll. Halt den durch. Boah, die Stelle hier, die ist echt richtig, richtig krass. Da muss man sich richtig konzentrieren. Deswegen spreche ich jetzt auch gerade nahezu gar nicht. Schnell, schnell nehmen. Oh, da ist ja noch einer. Nein. Pisst euch, ey. Schnell weg, schnell weg. Und zack. Bam. Nur ein? Nein, nein, nein. Warum tust du mir sowas mal wieder an? Tust mir Barry, bitte, 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 bitte. Oh nein! Oh, Scheiße. Ja, das war's. Oder? Nee, ich lebe noch.
jetzt gleich nicht mehr, wenn die noch einmal was werfen. Bitte lass mich nicht hier sterben! Obwohl ich sagen muss, dass ich immer genau so vorgehen wollte. Das ist vielleicht der großartigste Augenblick unseres gesamten Lebens! Die versuchen uns umzubringen. Das soll der Höhepunkt meines Lebens sein? Nein. Tschüss! Wir sind auf der Erde, Gott! Wie cool, verdammt! Oh Gott, der auch noch. Fast schwere Stelle. Wieder im Spiel, oh ja! Oh, war ich das? Okay, und zack. Komm! Boah, die Musik nervt. Krass. Wir haben es geschafft. Ja, wir haben es geschafft. Das war der Hammer! Ja. Bright Falls, Amerikas Rock'n'Roll-Hauptstadt. Ja, genau. Erstmal die Munition einsacken. Wie? Boah, jetzt sind wir ja richtig vollgepumpt mit Muni. Hey Al! Hier geht's zur Farm! Sehr schön. Ja, Leute. Und was uns auf der Farm erwartet, das sehen wir dann in der nächsten Aufnahmesession oder in der nächsten Folge oder was auch immer dann. Wie auch immer für euch ist es die nächste Folge, für mich die nächste Aufnahmesession. Und ich würde sagen, es bleibt spannend und wir sind ja doch ein ganzes Stück weitergekommen. Und ja, ich würde mal sagen, bis zur nächsten Folge, haltet die Ohren steif und ciao, ciao.